Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Im Hintergrund seht ihr diese zwei großen Paletten. Was sich darin befindet, keine Maschine, nein, sondern Holz, was ja heute schon fast Gold wert ist. Unten habe ich das Holz für meinen Werkstattboden und oben habe ich ein paar Holzpaneele, die ich für die Verkleidung meiner Werkstatt nutzen werde. Die muss ich jetzt natürlich erstmal auspacken und einzeln schön in die Werkstatt oder in der Werkstatt lagern. Dafür nehme ich mir jetzt mal die Palette, worauf ich das Ganze dann erstmal ablegen kann. So. Willkommen zurück, liebe Freunde. Es ist der perfekte Tag, die Sonne scheint, es ist trocken. In den letzten Tagen hat es hier extrem geregnet, es gab Unwetter. Deswegen muss ich meine Arbeit erstmal pausieren. Heute werde ich all meine Sachen aus der Werkstatt räumen und dann mit dem Boden anfangen. Ich werde dafür einen Kleber verwenden, einen Parkettkleber. Den Tipp, den habe ich von Jonas Winkler. Da hatte ich mal ein Video von ihm gesehen. Dort hat er nämlich auch mal erklärt, warum, weshalb, wieso. Wir starten jetzt erstmal mit dem Leerräumen der Werkstatt und dann nehme ich euch gleich mit in die Werkstatt. Jetzt haben wir den Boden sauber, die Abstandhalter haben wir uns zugeschnitten, vielleicht brauchen wir später noch mehrere. Wir nehmen uns jetzt erstmal ein Brett, könnten ja unseren Abstandhalter schon mal hier an die Seite legen. So, das sind 10 mm. Nehmen unser zweites Brett, legen das hier an. Das Maß, was uns dort die Lücke füllen soll, wird dann von der Kante aus zugeschnitten. Und den Rest können wir ja wieder auf der Seite verwenden. 10 mm von der Wand entfernt haben wir hier 75 cm langes Stück. Gehen dann auf die andere Seite und zeichnen unsere 75 cm an. Stecken wir das mal rein. Hier passt es. Da hinten wird es ein bisschen enger, aber ist ja nicht so schlimm. Da haben wir unsere 10 mm an der Ecke. Hier hat es gepasst. Und so können wir uns dann jetzt Stück für Stück nach vorne arbeiten. Übrigens habe ich auch hier hinter von den 10 mm Stücken welche reingelegt, damit das natürlich beim nachher beim Klopfen sich nicht verschiebt. Dann nehmen wir uns davon was. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Hier wirklich an der Kante darauf achten, dass es sauber anliegt. Das kann man dann hier schön mit dem Stück Holz ordentlich reindrücken. Fange jetzt hier auf der Seite an, machen das Ganze jetzt umgekehrt, schneiden dann das rechte Ende zu. Auf der Seite haben wir jetzt die Feder abgesägt. Jetzt messen wir wieder hier von diesem kleinen Klötzchen hier hin. Das sind 76 cm. Allerdings wieder nicht von der Seite, sondern von der anderen Seite. Wir nehmen natürlich jetzt nicht die Feder. Wir messen ab der sichtbaren Kante.
75,1. So sieht das Ganze jetzt nach der letzten Reihe aus, alles verklebt. Jetzt werde ich natürlich hier diese zugesägten Leisten anbringen. Die werden einfach an die Wand getackert. Die Leisten, die habe ich mir natürlich aus demselben Material zugeschnitten. Das sind 2 cm dicke Bretter gewesen, daraus habe ich mir 6 cm Streifen zugeschnitten. Der Vorteil hierbei ist, dass wir eine Nut und eine Feder haben, die wir dann schön miteinander verbinden können. Die setze ich hier an. Ich werde jetzt nicht zu tief in den Hohlraum gehen, sondern einfach mit dem unteren Brett bündig. Mache hier einen geraden Abschnitt, weil hier möchte ich sowieso nicht um die Ecke gehen. Deshalb lassen wir das einfach gerade. Da ich heute keine Maschinen laufen lassen darf, werde ich das Ganze von Hand absägen müssen. Hier sieht man natürlich jetzt einen minimalen Spalt, der ist leider da, weil der Boden, der ist eben nicht komplett gerade, aber das stört mich erstmal nicht. Und hier haben wir jetzt eine Leiste schon mal angebracht. Hier kommt genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Nut und Feder, die können wir jetzt ineinander stecken. Haben wir eine vernünftige Verbindung. Nageln dann das Ganze fest. Und so nageln wir das Ganze Stück für Stück fest, bis wir wieder hinten am Ende angekommen sind. So. Erstmal Kaffee, erstmal genießen, auch mal hier den Boden, denn es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Es ist nicht nur optisch viel schöner als der Betonboden, sondern es fühlt sich wirklich super an, wenn man jetzt gerade hier auf so einem schönen Holzboden läuft. Gerade im Winter wissen wir ja alle, der Boden, der ist ja kalt, so ein Betonboden. Und ich denke mal, dass das Holz das Ganze so ein bisschen noch dämmt. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei labu24.de bedanken, beim Christoph, der sich die Mühe gemacht hat, dass das Holz hier heile ankommt. Eine super tolle Qualität. Die haben natürlich noch viele, viele andere Produkte. Schaut einfach mal vorbei. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Liebe Freunde, ich darf Danke sagen. Wünsche euch eine tolle Sommerzeit und viel Spaß in eurer Werkstatt mit euren Projekten. Bis bald wieder. Mach's gut. Tschüss.